Besser, ich repariere den Anzug, bevor er noch mehr auseinanderfällt. Genau, das machen wir im Labor. Herzlich willkommen zurück zu Spider-Man mit Arezu. Ich bin Arezu, das hier ist Spider-Man. Ich weiß leider nicht, wer wirklich ist, weil er die Maske nicht abnimmt und mir generell nicht in die Augen guckt. Okay, und stadtweite Aktivitäten lokalisieren müssen wir gerade nicht. Wir müssen schwingen. Leider ist das Labor sehr nah, deswegen können wir nicht so viel rumschwingen. Hoppala, wir hatten da einen kleinen Hänger. Oh, da haben wir... Okay, da müssen wir doch kurz einschreiten. Moment. Wo? Da. Irgendwo. Moment. Wo? Da auf dem Radar habe ich ein paar Mal einen roten Punkt gesehen. Ich nehme an... Okay, sobald wir den Anzug repariert haben, aktivieren wir die Türme. Wenn du dir mit deinem Kind The Man with the Dark Past anguckst, ist das cool. Man sollte... Okay, war das... Da, okay. Man sollte es nur keine Videos sehen lassen, wenn es ihm langweilig ist. Social Media Feed. Und dort ist nichts weiter. Okay. Gut, wir gehen... Ja, Kampagnenfortschritt. 4%. Wir sind bei, glaube ich, der 4. Folge. Das heißt, insgesamt wird es 100 Folgen geben. Moment, hier bin ich falsch. Ich war doch schon richtig bei dem Dings da, bei dem gelben Punkt, bei dem Labor. Top. Oh Gott. Hui, das war knapp. Da wäre ich beinahe auf den Boden aufgeknallt. Ich denke, das wäre noch ganz lustig, wenn man tatsächlich auf sowas aufpassen muss. Dass man tatsächlich, wenn man auf den Boden aufkommt, nicht auf jeden Fall die Superheldenlandung hat, sondern schaden kann. Okay, wo? Wo ist Chelsea? Das ist es nicht. Wir... Polizeirevier, mein Apartment. Ja, mir fehlen überall die Türme. Ich muss die Türme erledigen. Social Feed ist F. Okay, gucken wir uns später an. Jetzt müssen wir erst den Anzug reparieren und dann... ja, sorgen wir dafür, dass wir auch tatsächlich Sicht haben. Okay. Erstmal Hände waschen gehen. Gut, können wir nicht. Dann gehen wir hier mal rein. Ich erwarte halb, dass Doc Ock hier ist. Auch wenn er gesagt hat, dass er nicht hier sein wird. Anscheinend ist Doc schon weg. Ah. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Okay, ich habe mich gehört. Was haben wir hier Schönes? Stromkreisprojekte. Wir versuchen, die Prothesenhardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Okay, Octavius Industries. Okay, wir haben hier ein paar und wenn wir hier angekommen sind, dann bekommen wir Materialien. Diese Station ermöglicht dir, an Stromkreisprojekten zu arbeiten. Zum Fortfahren, leer drücken. Ja, erhalte EP und andere Belohnungen, wenn du Projekte abschließt. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden weitere Stromkreisprojekte freigeschaltet. Gut, dann machen wir das erstmal. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Genau. Okay, erst einmal müssen wir hier zur Seite. Das ist recht klar. Gut, dann so, dann hier wieder zur Seite. Hier nach oben. Und dann hier zur Seite. Hier zur Seite. Hier zur Seite. Und schon haben wir es erledigt. Erfolgreich, yay! Yeah. Sehr schön. Ganz glatte Reaktion. Gut. Ja, Aktuatorpräzision ist erledigt. Jetzt die minimale Greifkraft. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Ja, vielleicht. Okay, Zielspannung ist 1. Wir sind bei 0. Das ist zu wenig.
Okay, das hier. Okay, das kann man entfernen. Okay. Aber wir können es auch drehen. Ich meine, das hier gibt plus 1. Oh, das hier. Ah, das geht immer in diese Richtung. Okay, das ist. Gut. Zack. Das hier hoch. Einmal gerade nach oben und dann zweimal gedreht. So. Spannung stimmt überein. Wunderbar. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Wäre das nicht maximale Greifkraft dann eher? Okay, räumliches Mapping. Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. So. Moment mal. Wir haben nur zwei von denen hier. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit den Dingern hier rumtricksen. Zack. Hoppala, einmal um die Kurve rum. Dann hier um die Kurve rum. So, zack. Zack, hier nehmen wir die Kurve. Wunderbar. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein. Mhm, das wird Doc Ock sehr zu schätzen wissen. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Okay. Wir brauchen Zielspannung von 4. Der hier bringt uns 2, die hier bringen jeweils 1. Okay. Das wird jetzt schon ein bisschen komplizierter. Wir können nicht einfach hier zur Seite. Obwohl, können wir? Vielleicht. Moment. Wenn wir hier hin... Nein. Können wir nicht. Wir haben hier nicht genug Platz für die Wendung. Das heißt, wir müssen zuerst einmal hier nach links. Und wenn wir eh nach links müssen, dann können wir den nehmen, der sowieso nur nach links geht. Wir packen erst einmal nur den hier rein. Zack. Dann hier können wir den benutzen. Wir packen den rein. Wir packen den rein. Wahrscheinlich müssen wir den hier nachher tauschen. Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Ah, wir sollten die auch noch richtig rumdrehen, nehme ich an. So. Und mal kurz. Kann ich hier auch einen normalen reinpacken? Nein, da muss so einer hier rein. Okay. Gut, dann drehen wir uns hier. So. Zur Seite. Hier zur Seite. Hier zur Seite. Jetzt packen wir den hier hin, das heißt, wir sind dort zu weit oben, das heißt, wir packen den stattdessen hier rein. Jetzt haben wir die Spannung wieder korrigiert, wunderbar. Zack und zack. Und jetzt haut die Spannung nicht mehr hin, weil das hier eine minus 1 ist, das heißt, wir brauchen hier doch die plus 2, okay. Sehr schön. Fertig. Und lässt uns... Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Gut, nicht, dass sie nach hinten fallen. Leistungseffizienz. Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Okay, das wird schon ein bisschen schwieriger hier jetzt. Okay, erst einmal das hier hin. Wir wollen insgesamt auf 8 kommen. Ach Gottchen. Wir müssen hier ein ganzes Stück laufen. Damit wir hier hinkommen. Ja, wir müssen einmal hier durch, einmal hier im Kreis, ne? Okay, kein Problem. Kein Problem. Das Einzige, was wir dann machen müssen, ist die Berechnung am Ende anstellen, wo wir wie viel Plus und Minus brauchen. So. Wir nehmen jetzt erstmal ein großes Plus, denn momentan können wir ein großes Plus gebrauchen, ne? Okay, wir sind bei 0, das heißt,
Ah, okay, Moment. Interessant, wir brauchen hier die 5, so, und die 4, so. Jetzt haben wir hier zu viel, aber wir tauschen das eine da aus. So. Und erledigt. Super. Viel effizienter. Und ja, Mathe erste Klasse habe ich geschlappt. Das... Gut, ist erledigt. Ein bisschen Erfahrung haben wir nebenbei bekommen. Wir müssen unseren Arbeitsplatz wirklich besser organisieren. Meinst du? Okay, wir können uns wieder was anhören. Die Prüfung des Zuschusses war ein Debakel, ja. Aber vielleicht hat sie mich auch inspiriert. Wir müssen die Erwartungen der Kommission nicht nur erfüllen. Wir müssen sie übertreffen. Okay. Ich meine, ja, ist immer besser, die Erwartungen zu übertreffen, ne? Haben wir irgendwas Neues im Spektroskop? Ja. Materialkandidatentester B62. Unbekannte Substanz wiedergefunden. Was wollte Doc denn damit? Manche Fragmente enthalten subtraktive Linien. Wenn eine subtraktive Linie eine Absorptionslinie überschneidet, heben sie sich gegenseitig auf. Okay, also das hier ist eine Negativlinie. Gut. Erst einmal haben wir das hier. Okay, nee, die... Ich dachte, wenn sie für sich stehen, dann funktionieren sie, aber offenbar nicht. Gut, das heißt, wir müssen uns angucken, das hier... Okay, das ist das. Zack. Hier brauchen wir nur den einen, das heißt... Wir nehmen das hier und subtrahieren die hinteren. So. Und hierfür nehmen wir den, so, und subtrahieren den zweiten. Erledigt. Substanz identifiziert, ein leitfähiges Polymer und Kohlenstoff-Nanoröhren. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt. Es könnte sich aufspalten. Ich meine, alles spaltet sich im Prinzip irgendwann auf, ne? Also, zumindest alles Radioaktive. Hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Von was? Okay, hier brauchen wir was Doppeltes. Wenn wir das hier nehmen und das hier. Ja, wir sollten auch wirklich und das hier nehmen. Moment, das hier war's. So. Okay, das war das. Hier müssen wir drei Dinge kombinieren. Okay. Und wenn wir das hier hinpacken, fehlt uns hier nur noch der eine. Wenn wir den hier hinpacken, haben wir hier 1:4 und hier können wir den subtrahieren. Wunderbar. Und dann haben wir hier hinten ein kleines Problem hier, ne? Okay, können wir das hier irgendwie anders hinkriegen? Mal sehen. Obwohl, Moment, eventuell. Moment, wir packen das hier hin. So. Dann packen wir das hier hin. Haben wir etwas, das den hier löschen würde? Nein, haben wir nicht. Wenn wir den hier hinpacken würden, haben wir etwas, das hier einen einzelnen geben würde? Nein, haben wir nicht. Da, 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 da. Haben wir was anderes, das auf der Basis hier was geben würde? Der hier. Das ist der. Aber hier hinten kriegen wir das nicht mehr gelöscht dann. Okay, Moment. Wir setzen das zurück. Schauen uns das nochmal an. Okay, wir brauchen hier hinten die letzten drei. Das heißt, nur welche, die ab hier sind, ne? Also... Da, da, da. Wir können eben auch nichts hier hinten hinpacken. Wir können das hier nicht drehen. Das heißt, hier können wir nur addieren. Warum bin ich gerade doof? Wir müssen das und das hier nehmen.
gibt keine andere Möglichkeit. Gut. Jetzt gucken wir uns das hier an. Hier können wir ebenfalls nur addieren. Das heißt, wir nehmen das und das. Das war doof. Nein, wir müssen das hier machen. Den Fehler hatte ich doch eben schon. Aber hier kann ich auch nicht subtrahieren. Wir bräuchten einen, der nur das hier hat, ne? Haben wir aber nicht. Doch, haben wir. Hier. Das heißt, wir brauchen den für beide. Was nicht hinhaut. Wie gesagt, wir können hier hinten nichts löschen. Wir haben nur hier Platz, um was zu löschen. Okay, ich hänge ein klein bisschen fest hier. Wenn ich das hier reinmachen würde, dann hätten wir hier eine Doppellinie nur. Das hier, dann hätten wir das, aber wir hätten hier noch eine Linie, die wir nicht wollen. Das hier ist schon hier. Haben wir hier eine andere Möglichkeit? Nicht wirklich. Moment. Nee, dann haben wir ja... dann haben wir den hier. Oh, Moment, wir haben eine andere Möglichkeit für hier hinten. Zack, zack und zack. So, jetzt haben wir eine andere Konstellation hier. Wenn wir den hier hinpacken, so. Das hier... Nein, das nicht... Das hier? Nein, das haut auch nicht hin. Moment, zack, zack, wir nehmen das wieder raus. Okay, wir wollen das ganz hinten haben, hier. Und wir wollen das ganz vorne haben. Jetzt hätten wir hier die Doppelung, die wollen wir nicht haben. Das heißt, wir nehmen stattdessen das hier. Und jetzt haben wir zwei Fehler drin. Okay, ich habe nicht vorher gesehen, dass wir an den Dingern tatsächlich Zeit verschwenden würden. Okay, zack, zack, jetzt haben wir's. Okay, was haben wir da gefunden? 5-Dimethyltiazol. Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Okay. Gut, die anderen sind noch gesperrt. Kriegt der 3D-Drucker auch einen Netzschießer hin? Komisch, ist mir nie eingefallen. Ja, ich meine, als zum ersten Mal geschrieben wurde, gab es die noch nicht. Das hier sind die Projekte, okay. Haben wir hier hinten noch was? Wir haben die Mikro... Nee, das Radio. Viele lange Nächte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen. Okay, das hier ist, um den Arm zu bewegen. Das kennen wir schon. Okay, dann arbeiten wir mal. Die Prüfung des Zuschusses war ein Debakel. Oh, das ist falsch. Muss dahin nehmen. Okay, unser eigenes kleines Reich hier. Da haben wir ein PSE. Bin ein bisschen überrascht, dass er das hier rumhängen haben muss, statt es einfach so zu kennen. Aber vielleicht ist es einfach ein Fanposter. Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Okay, wir können uns hier noch weiter umgucken. Da haben wir einen... Okay, ein paar Riegel. Okay, die Miete ist mal wieder hinterher und okay, das sind zwei Zettel, die er auch zu Hause hat. Das eine ist dieses, die Rente, wir sind wieder bei der Rente hinterher, wahrscheinlich von MJ. Und das andere, Tony Stark zurück, ja, mit Tony Stark in Verbindung setzen, wegen eines Jobangebotes. Also TS, ich nehme mal an, dass es Tony Stark sein wird. Und dann gab es auch noch einen Zettel. Ich habe mir die ja angeguckt in der Wiederholung. Dort stand was mit RR wegen eines Anzugsfragen. Und ich habe eine Weile überlegt,
bis ich endlich darauf kam, dass es wahrscheinlich Reed Richards sein wird, von den Fantastic Four. Okay. Vierteljährliches Journal der fortgeschrittenen mechanisierten Prothesen. Die Zukunft der Neuroprothese, Prosthetik. $15! Okay, ich meine, es kommt nur einmal alle 4 Monate raus. Okay, dann sind $15 in Ordnung. Denke ich. Kommt auf die Qualität der Artikel an. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Das ist einer der großen Punkte, die Filme oftmals nicht aufgreifen. Aber die Comics eben schon, dass die Leute eben auch außerhalb der Superhelden-Identität versuchen zu helfen. Okay, hier haben wir... Sind das hier Probeschüsse gewesen? Also die Formel kann ich nicht entziffern, ich bin kein Mathematiker. Wie gesagt, Grundschulmathe habe ich geschafft, aber alles danach nicht mehr. Parker. Dr. Octavius, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja... Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Ja, schön. Das... Oh. E-Mail checken, sagt Otto. Okay. Der Gefahrensinn hat nicht ausgeschlagen dort. Lesen Sie Ihre E-Mails. Tja, dann machen wir das wohl. Doc will mich nicht feuern. Ich meine, er hat gerade erfahren, dass du Spideys Ausrüstung herstellst. Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich kenne dieses Missverständnis. Das ist schon mal vorgekommen in irgendeiner Serie, aber ich weiß nicht in welcher. Okay. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund Otto. Das ist dramaturgisch wunderbar aufgezogen hier gerade. Dass wir eben hier Otto eben als einen Verbündeten Spider-Mans dann eben tatsächlich auch haben. Und zwar nicht nur kurz, sondern jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile bis... Naja, ich nehme an, bis zur Mitte des Spiels vielleicht. Ja. Diese Spinne, Okay. White Spider. Nach Dr. Carla Sofens Forschung, höherer Kontrast sorgt für langsames Erkennen, visuelles Erkennen. Das sollte deinem anderen Auftraggeber, deinem anderen Boss, einen kleinen Vorteil im Kampf geben. Okay, das ist cool.
Combining? Okay, also ein Carbongewebe mit, was steht dort? Mit Seidengrafit? Was? Erlaubt höhere Widerstandskraft, ohne Flexibilität aufzugeben. Okay. Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um den verbesserten Anzug herzustellen. Okay. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. Halte Leertaste gedrückt, um den verbesserten Anzug herzustellen. Okay. Ich habe nicht Leertaste gedrückt, ich habe nur auf Fortfahren gedrückt. Na, Anzug und Anzugkraft freigeschaltet. Die Herstellung eines neuen Anzugs rüstet automatisch die neue Anzugkraft aus. Okay. Nutze das Anzugkraftmenü, um zu einer beliebigen vorherigen freigeschalteten Anzugkraft zu wechseln. Anzüge können auch mit Anzugsmods verbessert werden. Hier kannst du Anzugsmods freischalten und ausrüsten. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugkräfte und Anzugsmods freizuschalten. Okay. Benutze Marken, um Anzugsmods herzustellen. Okay. Anzugmodifikationen verbessern deine Fähigkeiten sowie Angriff und Verteidigung. Okay. Du kannst 3 Anzugmods gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu starten. Okay. Das müsste gehen. Oh, wir werden direkt rausgeworfen, ja? Sorry, bin spät dran! Ich komme! Siehst du das, Buddy? Hallo! Neuer Anzug, altes Ich. Okay, macht schon ein bisschen mehr her, als einfach nur mit dem neuen Bettanzug rauszukommen, ne? DLC freigeschaltet, die Stadt, die niemals schläft. Okay. Ist schon ein cooler Anzug, ne? Tempo-Fan. 120 von 60. Gut. Okay, wir könnten jetzt hier weitermachen, aber wir müssen... Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Und okay, Landung. Gut. Oh, cool. Er guckt mal. Her. Wir beenden hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir dann die Türme aktivieren. Bis dahin, lebt wohl. Meine treuen Zuhörer, Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer, erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen Sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftaube. Also wurde unser Steuergeld verschwendet für so gut wie nichts. Und sowas nennt man dann in der echten Welt wohl ein Happy End, Leute. Oh, so können wir dafür sorgen, dass er herguckt. Okay, leider haben wir keine Reflexion hier in den Gläsern. Was wollte ich gerade? Ich wollte die Folge beenden. Oh. Moment, da ist ein Schläger. Wo ist ein Schläger? Ich hab ihn gehört. Verdammt. Und deswegen brauchen wir die Türme. Okay, Entschuldigung. Nein, Moment, hier haben wir... Da hinten. Die Karte hat mir gezeigt. Hier irgendwo ist ein Schläger. Schläger, wo seid ihr? Hallo? Au! Oh. Was ist hier los? Angeblich ist hier ein... Hallo, Eichhörnchen.
Okay, angeblich sind hier Schläger. Hey, ich hätte da eine Geschäftsidee. Hallo? Okay, was ist hier los? Warum? Warum wird mir hier jemand markiert oder etwas? Moment, ist es oben? Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Hallo. Oh, ihr seid die kleinen Kingpin-Azubis. Aua. So süß. Deswegen spottet man nicht einfach so rum, Spidey. Okay, das lief nicht sonderlich gut. Hoppala. Ja, ich will hier hoch. Gut, wir wollten gerade die Folge beenden, ne? Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.